Wenn Sie sich mit digitaler Transformation im HR-Kontext beschäftigen, dann führt zurzeit kein Weg an HR-Cloud-Anwendungen vorbei. HR-Cloud-Anwendungen sind schlank, effizient einzuführen und vor allem findet Innovation in diesem Bereich statt. Bevor Sie sich aber an die Implementierung einer HR-Cloud-Lösung machen, gilt es, einige zentrale Aspekte zu betrachten, und ich möchte heute drei Dimensionen kurz einführen, um Ihnen dort Denkanstöße mitzugeben. Erstens, die technische Dimension. On-Premise- und Cloud-Anwendungen sind typischerweise zu integrieren im Rahmen einer solchen Einführung. Die Cloud-Anwendung, die Sie neu hinzubringen, ist einzubetten in eine Gesamt-IT-Landschaft, und die Integrationsaspekte, die damit verknüpft sind, sind zu betrachten, wie auch der zukünftige Betrieb dieser Landschaft, die Skills, die ich intern und extern entsprechend vorhalten möchte. Zweitens, Governance, Abgrenzung HR und IT, beziehungsweise, und das ist die Botschaft, die ich mitgeben möchte, Verschmelzung von HR und IT im Rahmen der Cloud-Transformation. Silos, die eventuell noch bestehen in diesen beiden Bereichen, sind aufzulösen. Funktional übergreifend kompetente Mitarbeiter sind der Schlüssel, um im Cloud-Kontext erfolgreich zu sein. Sowohl funktionale als auch technische Kompetenz muss im Individuum zusammenkommen und reflektiert sein. Drittens, ein ganz wichtiger Aspekt ist der einer Balance zwischen zentraler und dezentraler Prozess-Ownership. Was heißt das konkret? Das heißt, dass ich im Rahmen einer Cloud-Einführung erstmal assoziiere, klar, ich standardisiere, ich bin globalisiert, einheitlich unterwegs, ich gewinne damit Transparenz und Effizienz. Und das ist auch so, das ist ein zentrales Ziel der Cloud-Einführung. Was Sie aber berücksichtigen müssen, ist Ihr unternehmensspezifischer Kontext. Welche lokalen Stakeholder, welche Länder, welche Sparten sind einzubinden? Welche Interessen, eventuell welche Vorbehalte dieser Stakeholder sind zu berücksichtigen? Und wie führe ich die Anforderungen dieser lokalen Stakeholder mit meinen globalen Wünschen effizient zusammen? Das Stichwort, das wir hier gerne betonen, ist das der Glokalisierung, eine Balance finden zwischen global verantworteten Komponenten und lokalen Freiheitsgraden. Vielen Dank.